So Leute, willkommen zurück zu Clock Tower 3. Jetzt im letzten Part sind wir planlos, genau wie im Part davor eigentlich, nur in dieser Kanalisation umhergelaufen und ich habe mal mich umgesehen und hier ist ein Schacht. Hey, den können wir mit der Brechstange natürlich öffnen. Schön. Okay, ja, und mehr habe ich auch nicht nachgeguckt. Jetzt ist wieder, wie gesagt, normalerweise bin ich gern dafür, Rätsel selber zu lösen, aber wenn ich überhaupt nicht weiterkomme über zwei Folgen, dann darf ich doch mal... Ach, guck mal da, ein Geist. Und eine Leiche. Schon wieder eine Kanalisation? Was macht das hier? War das hier eingeschlossen? Da ist eine Notiz. Eine auf Papier geschriebene Notiz. Wie viele Tage sind vergangen, seit er mich hier eingeschloss? Ich kann kaum mehr schreiben. Ich kam, um dich zu retten, aber jetzt bin ich gefangen. Ich habe mein Versprechen, dich zu beschützen, gebrochen. Bald schon werde ich noch einmal diese Gedanken aufschreiben können. Ich habe meine Brille verloren, die du mir gabst. Wäre es zu viel, in einer letzten Stunde noch mal im Andenken an dich zu fragen? Aha, ich nehme an, ich muss jetzt eine Brille suchen. Ich probiere aber mal kurz was aus. Einfach so, just for the fun. Ja, okay. War klar, dass das nicht funktioniert. Ist ja aus der Corridor Challenge noch. Da ist die Brille, ja. Brille. Schön. Wer kriegt die jetzt wohl? Oh, ich weiß überhaupt nicht Bescheid. Wofür auch der Geist dazu? Und das vibriert immer so heftig, wenn man durchs Wasser geht in dem Spiel. Das ist a little bit confusing, but I do it. Den Geist habe ich gar nicht gesehen. Wo waren die? Also beim Runtergehen habe ich gerade irgendwas weggehen sehen, aber... Oh Gott. Kartenschlüssel. Ah, Moment. Gut, ich guck trotzdem mal, ob hier unten was ist. Ah, jetzt habe ich die Etage vergessen, nicht Dummdödel. Welche waren das? Also da mit dem, von wegen, oh, der Strom funktioniert wieder. Oh, la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 l. Aber ich gehe trotzdem nicht durch, weil ich nicht sage, dass das ein Kartenschloss ist. Ich bin so ein kluges Fräulein. Na egal, da kann die Arme ja nichts für, ne? Wow. Holy crap. Ich mach direkt mal... Ach nee, ich hab nur noch einen davon? Nö, dann nicht. Dann renne ich einfach. Gott, ey, wie er läuft. Aber ich bin eh schneller. Also schneller beim Fahrstuhl. Schneller als der Typ kann ich nicht laufen. Aber... ja, wenn ich das jetzt wüsste. I think it was B1. Wenn nicht, habe ich ein Problem. Dieser Typ. Ich würde gerne mehr mit denen erfahren. Ich hoffe, dass wir das noch tun werden. Der hat Äxte. Höchstwahrscheinlich würde ich mal sagen, der Axtmörder. Wundert mich sowieso. Wir haben schon... Das ist schon der dritte Killer und das ist der erste, der... Ja. Mal jemanden aufschlitzt, sage ich mal. Ja, genau. Da ist er auch schon wieder. Das Licht blinkt. Ja, da benutzt mal. Ah! Jetzt geht's auch. Und da ist ein Abwehrpfeil. Die, keine Ahnung, wie funktionieren. Abwehrpfeil, kann man das nicht mit... Die werden nicht mal irgendwie angezeigt, habe ich das Gefühl, oder? Abwehrpfeil, Akten, Option. Nö. Kein Plan. Naja. Und der Typ scheint weg zu sein. Hier kann man Wasser auffüllen, das ist gut. Nö, ist ja was zum Speichern. Ja, da hinten. Geil. Perfekt. Tun wir einfach mal, falls der nette, wie auch immer er heißt. Wie haben wir nochmal genannt? Joker, ne? Falls der Joker... Ja, ich weiß, ich werde den Namen wieder ändern, sobald wir hier den richtigen Namen erfahren. Aber momentan wissen wir ihn ja noch nicht. Also ist er noch der Joker. Da was? Nee. Ist einfach nur staubig. Gut, dann let's go upstairs. Wo sind wir jetzt überhaupt? Von der Kanalisation in eine Hütte gelandet? Wobei, es sieht ja immer noch ziemlich rottig verwest aus. Ein Hase. Ja, na geil. Hört ihr das? Gott, ey, Silent Hill 3 wie oder was? Nee, die lass mal stecken. Okay, die Schatten gerade sahen extrem bedrohlich aus. Wo sind wir denn hier? Ist das die Hütte?
Oh, die Karte ist so hilfreich. Ungefähr so wie Schnee im Sommer. Ist nichts Interessantes, nee. Abgesperrt. Eigentlich müsste das Regal... Was? Nochmal was? Eigentlich müsste da Regale angebracht... Eigentlich müssten da Regale angebracht sein? Was? Wieso? Nur whatever. Da liegt was. Moment, was? Mutter hat mir diese Statue gegeben. Sind wir tatsächlich wieder in dem Haus? Hm, strange. Sehen wir ja gleich. Ach, Moment, hier sind wir. So viel dazu, dass ich mich in meiner eigenen Hütte wenigstens sicher fühle. Das wäre damit auch geklärt. Vor allem, weil es hier jetzt arschdunkel ist. Nie ist jemand da. Oh Mann, oh. Gut, dann. Ist das Haus jetzt eigentlich der Uhrenturm? Also forever, forever and evermore, so richtig krass. Ja, eben. Ich wollte gerade sagen, war das Zimmer von ihr nicht woanders? Oh Gott. Es sieht so aus wie das Haus, aber irgendwie ist es scheinbar doch nicht das Haus. Oder ist das Haus nur extremely verändert? Abgesperrt. Na, immerhin sagt sie jetzt nicht mehr, dass es alles uninteressant ist. Und das komische Geräusch wird vor allem immer lauter. To marry a man like you, a man with no spine, no spirit. Now you've seen the truth. It was your beloved grandfather who murdered your father. That's impossible. It's not true. Holy shit, was ist da gerade passiert? Ihr Großvater hat... Was, jetzt schon? Okay, dann würde ich mal sagen, lass uns den Typen in den Arsch treten. Ohne überhaupt irgendetwas über ihn erfahren zu haben. Hm, seltsam. Ja, ich sollte mich beim Trinken vor allem nicht verschlucken.
Okay, so. Also, jetzt frage ich mich, wer die Axt da unten hingelegt hat oder gedreht hat. Es war ja scheinbar nicht... Na, wie heißt er? Chopper. I 44, alter Schwede. 121 Jahre, wow, Kumpel. Guckt ihr euch die Energieleiste an. Wo ist der überhaupt? Der abgeblockt? Ne, ich glaub schon. Ha! Voll erwischt, Mann! Wetten, der wirft seine Scheiß-Äxte noch? So. Ha! Na komm, wann wirft der Äxte? Ich seh's doch schon kommen. So, den machen wir kalt, Mann. Ich weiß zwar nicht warum, ich hab kann noch. Wie gesagt, er ist immer ein bisschen creepy und scheint echt mehr drauf zu haben an sich, so beim Verfolgen. Aber so wirklich seine Taten. Also ich kann auch keinen wirklichen Hass auf ihn schieben, weil ich seine Taten einfach nicht kenne. Also er hat ein paar Leute umgebracht, das wissen wir. Sonst wäre er hier nicht immerhin mit seinem Urteil gefangen, ne? Aber. Schade, dass wir nicht mehr über ihn erfahren haben. Und dass das vor allem jetzt schon so mega schnell kommt. Ich bin etwas verwirrt diesbezüglich, aber gut. Ich hoffe, wir schaffen es, ihn zu transfixieren, weil der Typ geht immer ein paar Schritte zur Seite. Das ist ein bisschen unpraktisch. Boom, Alter. Komm schon. Ich glaube, 6 Mal müssen wir ihn damit treffen, um ihn zu transfixieren. Boom. Jawohl. You are going to suffer the same fate as all the rest. Ach so. Ah. My sweet Alyssa, her small hands have grasped my heart and will not let go. But to think that the father of my beautiful granddaughter is Philip, it is more than I can bear. I consented to the marriage so as to protect the Ruder bloodline. I realize now that was a foolish mistake. The man lacks class and has not a shred of dignity. He loses no opportunity to exhibit his stupidity and weakness of character. We Hamiltons have no place for men of that nature. Even Nancy has been affected by his rubbish, saying that she does not want to raise Alyssa to be a Ruder. Of course, the existence of a Ruder is fraught with danger. But given the gravity of the situation and the great responsibility of a Ruder family, the obligation cannot be shirked. Any attempt to avoid such a duty is indeed shameful. As long as I am the head of this house, that man will never be accepted as one of us. Finally, Philip went too far. I could no longer allow him to defy me. But that headstrong act has turned me into a vile murderer. I must carry my secret to the grave. I cannot allow the Ruder line and the Hamilton legacy to be disrupted. There is nothing to be done but handle the police carefully
and tread with the utmost caution. Im nächsten Part weiter in Clock Tower 3. Bis dahin, ciao.